Epilog. Wie ich bereits im letzten regulären Kapitel dieser Geschichte erwähnt hatte, ist diese Erzählung noch nicht ganz vorbei. Seitdem ich das letzte Kapitel geschrieben habe, sind heute etwa 3 Monate vergangen. Und das meiste, über das ich euch nun noch etwas erzählen will, stammt aus der Zeit vor 1,5 Monaten. Doch zuvor muss ich noch ein paar allgemeinere Dinge erzählen. Die nächsten 4 Wochen nach Ende des letzten Kapitels tat sich nicht sonderlich viel, was Shinux betraf. Alle weigerten sich weiterhin, mir irgendetwas zu sagen. Ich hatte nach einer Zeit dann auch die Nase voll davon und hörte auf nachzufragen. Mir war klar, wenn wirklich etwas passieren würde, dann würden sie mir Bescheid sagen. Doch ich sah diesem Moment immer weniger optimistisch entgegen. Es war bereits eine gefühlte Ewigkeit vergangen. Und ich hatte immer noch kein Wort darüber gehört, ob sich irgendetwas an seinem Zustand gebessert hatte. Ich machte mir Sorgen, sie wüssten bereits etwas Genaues, aber wüssten nicht, wie sie es mir schon beibringen sollen. Um diese Sorgen irgendwie zumindest vergessen zu können, konzentrierte ich mich auf andere Dinge. Vor allem verbrachte ich viel Zeit mit Chillast, Eevee und Seemobs, aber auch mit Lord Ecke, Hydropi, Latias und Latios. Sie alle schienen sich zu freuen, wieder mehr Leben in Silberdorf zu haben. Genau das, was auch die Gildenmitglieder am Anfang unserer Reise über uns gesagt hatten. Auch eine Sache, auf die ich noch zu sprechen kommen werde. Hydropi und Latios waren uns allen gegenüber sehr freundlich und versuchten sich auch irgendwie für unsere Hilfe zu revanchieren. Sie lehrten uns. Denn auch wenn wir auf unserer Reise Kämpfe bestritten hatten, sie waren uns immer noch Welten voraus. Deswegen trainierten sie uns. Anfangs dachte ich, sie wollten uns auf irgendetwas vorbereiten. Sie würden vielleicht schon von etwas wissen, was noch geschehen würde. Aber ich fand ziemlich schnell heraus, dass es ihnen einfach ähnlich ging wie mir. All die Zeit vor der Determination und ihr Wiedersehen mit Floink saß immer noch tief. Sie wollten die Zeit irgendwie rumkriegen. Und sie hatten auch etwas gefunden, das ihnen Spaß machte. Wo wir gerade von Spaß reden, Latias schien immer, wenn wir sie zu Gesicht bekamen, das Pokémon zu sein, das die größte Freude an unserer Anwesenheit zu haben schien. Sie half uns immer, wenn sie da war, wenn wir irgendein Problem hatten, egal welches. Sie brachte uns auch so manches bei, jedoch nicht im Kampf, sondern in der Medizin. Dies war auch der Grund, warum wir sie eher selten sahen. Sie war beinahe den ganzen Tag damit beschäftigt, Shinux zu pflegen. Und ich war ja sehr dankbar dafür, dass sie es tat. Genauso wie alle anderen in Silberdorf. Doch dass ich keine Informationen bekam, wurmte mich trotzdem. Aber weiter im Kontext. Der letzte, über den ich in diesem Kapitel noch nicht gesprochen habe, ist Lord Ecke. Ich merke immer wieder, dass er wirklich immer versucht, in unserer Gegend sehr freundlich und fröhlich zu wirken. Aber er schafft es nicht immer. Wenn man sich im Umgang mit anderen Pokémon auskennt, merkt man, dass er ebenfalls ziemlich niedergeschlagen war. Einmal sprach ich ihn auch darauf an. Naja, ich denke schon noch öfters mal an Günther, das stimmt. Aber ich werde es schon überstehen. Ich habe ihn schon 2-mal verloren und bisher ist er immer zurückgekommen. Und wenn es dieses Mal nicht so ist, werde ich es auch überleben. Inzwischen bin ich diese Situation einfach schon gewohnt. Mach dir keine Sorgen darüber. Was mir auch auffiel war, dass ihm eindeutig immer unwohl war, wenn er in die Gegend der Hütte kam, in der sich Shinux befand. Mir half dies damals nicht gerade weiter, um meine Sorgen loszuwerden. Doch heute weiß ich, dass es nichts mit seinem Zustand zu tun hatte. Lord Ecke war immer noch sehr unsicher. Er wusste nicht, wie er damit umgehen sollte, dass Shinux in seinem letzten Leben Necrozma war. Er hatte diesem keinesfalls verziehen. Doch trotzdem half auch er ihm. Ich denke, das war genug für das Allgemeine. Ach ja, nur kurz, falls es jemanden interessiert. Darkrai hat sich nicht blicken lassen. Aber jetzt kommen wir zu den wichtigen Dingen. Das erste, was vor 1,5 Monaten geschah. Es war gerade ein später Nachmittag gewesen. Ich tat, was ich oft in dieser Zeit tat, wenn ich nicht trainierte. Ich machte es mir im Haus bequem und las diese Geschichte. Ich verbesserte Dinge, die mich störten. Unnötige Stellen strich ich, so wie zum Beispiel manche von Kyogres Erzählungen. Andere Szenen notierte ich detaillierter. Ich saß oft stundenlang einfach da und las. Eevee, die mit mir zusammen in dieser Samshaus untergekommen war, wunderte sich schon oft genug darüber. In dieser Zeit dachte ich auch viel nach.
Vor allem las ich mir immer und immer wieder einige Szenen durch, in denen Shinnok eine große Rolle spielte. Am liebsten Kapitel 12. An diesem Nachmittag war ich jedoch in einen anderen Teil der Geschichte versunken. In das letzte Kapitel. Ich las gerade den wichtigsten Teil. Mein letztes Gespräch mit Shinnok. Und wurde wieder traurig. Würde ich ihn jemals wiedersehen? Nach all der Zeit? Oder war wirklich alles zu spät gewesen, so wie Shinnok es selber gesagt hatte? Meine Gedanken wurden von einem Klopfen an der Tür gestört. Ivy konnte es nicht sein, das wusste ich, da sie nicht klopfen würde. Ich rechnete mit Hydropi und Latios, die noch eine späte Trainingsrunde veranstalten wollten. Oder mit Latias, die wieder einmal abends am Lagerfeuer Geschichten von früher erzählen wollte. Ich hatte auf nichts von beiden sonderlich große Lust. Herein. Ich hörte die Tür knarzend aufgehen, richtete meinen Blick aber nicht von den Zeilen vor mir. Bulbi? Sofort sprang ich auf und sah zur Tür. Ich hatte die Stimme natürlich sofort erkannt. Shinnok stand im Türrahmen. Er sah immer noch keinesfalls gesund aus, aber deutlich besser als letztes Mal. Seine Wunden waren alle gut verarztet und sein Fell war wieder sauber. Das Einzige, was noch eindeutig zu sehen war, war eine große Narbe, die sich an seinem Gesicht entlang zog. Ich war so glücklich und überrascht, ihn zu sehen, dass ich ihm etwas zu energisch um den Hals fiel. Au, bitte, sei noch etwas vorsichtiger. Tut mir leid, Shinnok. Es ist nur, ich... Mir kamen wieder die Tränen, dieses Mal jedoch vor Freude. Ich freue mich einfach so, dich wiederzusehen. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich weiß, Latias hat mir alles erklärt, als ich aufgewacht bin. Außerdem kenne ich dich gut genug. Aber du brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen. Mir geht's gut, vermutlich besser als je zuvor. Ich sah ihn fragend an. Wirklich? Warum bist du denn so glücklich? Na, ich darf doch wohl glücklich sein, wieder bei dir zu sein. Und bei allen anderen. Außerdem, es scheint so, als hätte sich mein Wunsch erfüllt. Was für ein Wunsch denn? Meine Vergangenheit endlich hinter mir zu lassen. Nick Crossmer zu entkommen. Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht an den Kampf, nachdem mich Floink meine Vergangenheit erzählt hatte. Aber so wie Latias es mir erklärt hat. Mit meiner letzten Attacke habe ich Floink aus dieser Welt verbannt. Aber dafür war viel Kraft nötig. Mehr als ich eigentlich hatte. Der Teil von mir, der diesen Kampf geführt hatte. Der Teil, der noch mit Leib und Seele Nick Crossmer war. Hat sich geopfert, um Floink zu verbannen. Ich werde mich nie wieder in dieses Pokémon verwandeln können. Nick Crossmer ist nicht länger ein Teil von mir. Nur noch ein Teil meiner Erinnerung. Aber das heißt auch, dass du einen Teil deiner Stärke verlierst, oder nicht? Er grinste mich an. Wenn du wüsstest, wie verdammt egal mir das ist. Endlich kann ich mein Leben wieder richtig führen. Der Teil des Dialoges, der für diese Notizen wichtig ist, endet an dieser Stelle. Und wird rausgestrichen, da ihr ohnehin genug habt, um es anzuhören. Ein paar Tage später nahm das Geschehen seinen weiteren Verlauf. Latias und Latios hatten es geschafft, auch ohne einen dieser spirituellen Felsen, ein Portal zu erschaffen, das uns in die dunkle Welt bringen würde. Dort gab es neben dem Portal, das wir genutzt hatten, ein weiteres, das uns auf demselben Kontinent in unsere Welt schicken würde, auf dem Schmuckstadt lag. Wir mussten das Portal zwar noch öffnen, aber dazu hatten wir auch bereits eine Idee. Darkrai aufsuchen. Er würde sich in der dunklen Welt aufhalten. Und wie ich auch den anderen bereits an einem der Lagerfeuer sagte, Darkrai hat eine harte Schale, aber ich bin mir sicher, dass er innerlich ein gutes Pokémon ist. Wir sind lange mit ihm gereist und konnten ihn kennenlernen. Er hat aber ein Image zu wahren, wegen dem er diese weiche Seite nicht zeigt. Trotz allem war ich mir sicher, dass er uns bei unserer Heimreise helfen würde. Also war für uns die Zeit des Abschieds aus dieser Welt gekommen. Die meisten Bewohner Silberdorfs hatten sich um das Portal herum versammelt, um uns zu verabschieden. Vor allem unsere neuen Freunde wirkten ziemlich traurig darüber, dass wir bereits gehen würden. Wir versprachen ihnen jedoch, sie zu besuchen und sie uns dasselbe. Doch als wir gerade gehen wollten, stoppte Shinnok. Er hatte bereits den ganzen Tag nervös gewirkt. Komm schon, Shinnok, die Gilde wartet auf uns, beeil dich! Er blieb immer noch am selben Punkt stehen und sah zu all den Pokémon, die auf dem Dorfplatz warteten. Dann sprach er. Es tut mir leid. Nein. Wie nein? Was ist denn auf einmal los? Seemops wirkte genauso schockiert wie wir anderen.
Es tut mir leid, ich habe schon lange nachgedacht, seit Darkrai mir es erklärt hat. Ich werde nicht zurückkehren. Wie, du willst nicht zurückkehren? Willst du denn nicht wieder dein normales Leben führen? Ich habe wirklich lange überlegt, Freunde, aber auch wenn Nick Crossmoss mir verschwunden ist, irgendwie bin ich ja trotzdem noch eher nicht. Ich habe meine Wurzeln in dieser Welt und irgendetwas tief in mir sagt mir, ich sollte bleiben. Ich gehöre hierher. Bitte verzeiht mir. Aber was mit unserem Versprechen an die Gilde, dass wir zurückkehren würden? Auch deswegen habe ich überlegt. Sie würden es verstehen. Als ich dieses Versprechen gemacht habe, wusste ich nichts von allem, was meine Vergangenheit zu bieten hatte. Es tut mir leid, dass ich mich schon wieder von euch verabschieden muss, so kurz nachdem ich wieder zurückkehren konnte. Ich weiß, dass ihr Größeres als Erkunder erreichen könnt, aber kannst du mal kurz die Luft anhalten, Shinux? Er stoppte und sah mich überrascht an. Denkst du wirklich, ich lasse da so etwas jetzt geschehen, nachdem ich all die Zeit gekämpft habe? Ich habe für dieses eine Ziel gekämpft. Du bist für mich das Wichtigste. Wenn du hier bleibst, dann verstehe ich das vollkommen. Und bleibe auch. Zum ersten Mal mischte sich jemand ins Geschehen ein, der nicht aus unserer Welt stammte. Latias. Also, das kommt jetzt für mich etwas überraschend, um ehrlich zu sein, aber ich würde mich zumindest auch freuen, wenn ihr bleiben würdet. Ihr müsst entscheiden, was ihr wirklich wollt. Dann bleiben wir beide. Ich sah zu unseren Freunden. Chillast, Semups und Ivy sahen alle drei erstaunt zu uns. Was mit euch? Kehrt ihr zurück? Einen Moment lang sagte keiner von ihnen etwas. Semups durchbrach die Stille als erster. Natürlich nicht. Wenn ihr beide bleibt, dann bleibe ich auch. Vermissen wird mich sowieso keiner. Nur um den Fisch, den ich zu Hause gelassen habe, tut's mir leid. Er sah etwas traurig rein. Mir nicht. Der war schon alt und hat gestunken. Endlich sprach jemand aus, was wir schon lange dachten. Semops war wie zu erwarten nicht unbedingt begeistert von diesem Einwurf. Sag nix gegen meinen Fisch, den habe ich geerbt, der ist seit Generationen Familienbesitz. Und genau deswegen nicht mehr essbar. Tut mir leid, Semops, aber das ist eine Tatsache. Und natürlich bleiben wir alle. Wir sind alle hier, weil es für uns kein Licht in unserer Welt gab. Wir waren alle vereinsamt. Wo sich unser Leben ändert, ist doch egal. Hauptsache, wir haben jetzt Freunde, die uns unterstützen. Der ganze Dorfplatz brach in Jubel aus. Ivy, Chillast und ich waren einfach glücklich. Semops war niedergeschlagen, weil keiner seinen Fisch mochte. Und Shinux wirkte fassungslos. Ja, was? Er fing sich wieder etwas. Ihr seid alle bereit, eure Heimat hinter euch zu lassen, um bei mir zu bleiben? Ich danke euch von ganzem Herzen. Womit habe ich nur Freunde wie euch verdient? Na damit, dass du uns allen hier den Hintern gerettet hast, natürlich. Als die Menge sich wieder etwas beruhigte und das Portal geschlossen war, gab es nur noch eine Sache zu klären. Aber gibt es eine Möglichkeit, zwischen den Welten Kontakt aufzunehmen? Ich möchte der Gilde zumindest erzählen, was alles passiert ist. Latias wusste, was zu tun war. Habt ihr ein Psycho-Pokémon in eurer Gilde? Ja, Abra. Dann können wir es hinbekommen. Bulbi, ich und Latias können dich telepathisch mit ihm verbinden. Du wirst ihm in Ruhe alles erzählen können. Ich war sehr aufgeregt. Na dann los. Latias sah mich etwas betroffen an. Bevor du das machst, solltest du wissen, nun ja, die Zeit der Welten ist verschieden. Mit dem Raum reist man oft auch durch die Zeit. Die Gegenwarten der Welten laufen nicht parallel zueinander. Welches Jahr hattet ihr bei eurer Abreise? Ich war etwas verwirrt. Wie? Wie welches Jahr? Dieses Jahr? 10.009 nach der Erschaffung. So etwas habe ich mir gedacht. Bulbi, wenn du gleich mit diesem Abra redest, wird er vermutlich kein Abra mehr sein, sondern ein Kadabra oder gar Simsala. In eurer Welt sind 15 Jahre vergangen. Nicht nur ich war überrascht. 15 Jahre? Alle denken, wir sind tot. So lange? Ich habe mir gedacht, dass ihr so reagiert. Aber es kann nicht geändert werden. Wieder zurück in eure Zeit gereist. Hättet ihr euch übrigens wieder zurück durch die Zeit bewegt. Seit eurem Aufbruch von dort wären nur ein paar Tage vergangen. Bulbi, bist du dir immer noch sicher, dass du mit ihm reden willst? Ich zögerte. Ja, auch wenn sie uns vielleicht schon vergessen haben, sie verdienen es, die Wahrheit zu erfahren. Dann schließ deine Augen. Konzentriere dich auf dieses Pokémon. Den Rest erledigen wir. Ich tat, wie sie mir gesagt hatte. Die Dunkelheit vor mir wandelte sich schon nach Sekunden.
Ich sah einen Raum, den Raum des Gildenmeisters. In ihm, an einem Tisch, saß ein Kadabra. Du kannst nun einfach mit ihm reden. Er sieht dich nicht, aber er wird dich hören. Und so versuchte ich, mit ihm zu reden. Hallo, Kadabra, hörst du mich? Das Kadabra, das sich gerade noch einen Zettel durchgelesen hatte, zuckte zusammen und sah verwirrt in der Gegend herum. Hallo, wer ist da? Auch wenn sie sich verändert hatte, ich erkannte die Stimme des Kadabra. Es war tatsächlich derjenige, den ich in der Gilde als Abra kennengelernt hatte. Nun, wo ich dieses Wissen hatte, fiel es mir etwas schwer, die richtigen Worte zu finden. Ich spreche aus einer entfernten Welt zu dir. Zwei Pokémon helfen mir, psychischen Kontakt aufzubauen. Aus einer fremden Welt? Warum willst du mit mir reden? Kenne ich dich? Das war die Frage, auf die ich gewartet hatte. Kenne ich dich? Ja, ich weiß aber nicht, ob du dich an mich erinnerst. Es ist inzwischen über 15 Jahre her. Kadabra wirkte nachdenklich. 15 Jahre? Das ist eine lange Zeit. Das war, glaube ich, etwa... Erinnerst du dich an Bulbi und Shinux? Wieder zuckte er. Woher kennst du die beiden? Natürlich tue ich das. Sie waren gute Freunde, bis eines Tages auf ihrer Reise... Es muss ein Sturm gewesen sein. Als wir uns nach ein paar Tagen ohne jegliche Nachricht auf die Suche gemacht hatten, haben wir das Wrack ihres Schiffes gefunden. Keiner von uns hat sie vergessen. Und keiner von uns weiß, was damals genau geschehen ist. Sie sollten eine Welt retten, nicht? Aber sie haben es offensichtlich nicht in diese Welt geschafft. Er wirkte relativ fertig, während er redete. Shinux hatte recht gehabt. Die Gilde hatte nach uns gesucht, unser Wrack gefunden und uns für tot gehalten. Aber vergessen hatten sie uns nie. Kadabra, ich weiß, das hört sich für dich jetzt unmöglich und unglaubwürdig an, aber ich bin's, Bulbi. Für einen Moment saß er still da, ich sah eine Träne in seinem Augenwinkel. Wirklich? Wie kann das sein? Bist du es wirklich, Bulbi? Ja, wir sind alle am Leben, uns geht's gut. Wenn du es wirklich bist, dann erzähl mir, was zur Hölle ist passiert? Von der Nacht, in der ich zum letzten Mal von dir gehört habe, bis heute. Erzähl's mir. Gerne, aber ich hoffe, du hast genug Zeit. Es ist einiges passiert. Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. Ich habe alle Zeit der Welt. Und erzähl alles so genau es geht, dann kann ich es mir besser merken. Und die anderen wollen sicher später auch alles erfahren. Also schieß los. Ich begann ihm alles zu erzählen, was geschehen war. Von dem Punkt an, an dem ich zum ersten Mal mit ihm reden konnte. Ich erzählte von Eevees einsamer Insel, wo wir unser Treffen mit Groudon hatten. Ich erzählte von der Täuschung, mit der wir Groudon überlisten konnten. Von Kyogre, unserem Treffen mit Günther. Als wir bei Shinux Vergangenheit waren, stockte ich. Ich wusste nicht, ob er überhaupt wollte, dass die Gilde von seinem früheren Selbst erfuhr. Doch irgendwie spürte ich, er würde es wollen, dass auch sie die ganze Wahrheit kennen. Deswegen erzählte ich ihnen auch darüber. Über unsere Reise durch die dunkle Welt. Die Prophezeiung. Die zerstörte Welt. Das Team aus der Legende. Und natürlich über unser großes Finale. Zuerst die Determination und dann der dunkle Rächer. Ich war gerade noch in meiner Erzählung über Shinux letzten Kampf, als Kadabra mich unterbrach. Ach ja, das hatte ich auch beinahe verdrängt, wo wir gerade bei schicksalhaften Dingen sind. Da ich gerade mit dir rede, waren deine Sorgen offensichtlich umsonst, nicht? Ich stimmte zu. An sich ja, ich musste nicht verschwinden. Aber nachdem Floink besiegt war, stand alles dafür, dass Shinux es müsste. Er hat zwar gewonnen, aber ist nicht gerade gesund wieder aus dem Kampf herausgekommen. Abra wirkte ziemlich besorgt. Wirklich? Wie geht's ihm im Moment? Wieder ganz in Ordnung offensichtlich. Seine Verletzungen sind zwar noch nicht wirklich verheilt, aber er lässt sich davon nicht stören. Er wirkt so glücklich wie selten zuvor. Aber da kommt noch die eine Sache. Eigentlich wollten wir heute abreisen. Wir wollten in die Gilde zurückkehren. Da wir wieder die Zeitgrenze passiert hätten, wären wir vor genau 15 Jahren zurück gewesen. Aber als wir gerade aufbrechen wollten, Shinux hatte sich entschieden, in Silberdorf zu bleiben. Er fühlt sich hier wirklich zu Hause. Und wenn man seine Vergangenheit bedenkt... Und als er uns diese Idee offenbart hat, haben wir uns kurzerhand alle entschieden, hier zu bleiben. Wir hatten versprochen, dass wir zurückkehren würden, aber das werden wir wohl nun doch nicht. Es tut mir leid. Einen Moment lang wirkte Kadabra sehr nachdenklich. Ich verstehe euch. Ihr konntet nicht mit einer derartigen Wendung der Ereignisse rechnen. Alle werden es verstehen. Ich wurde wieder fröhlicher.
dann können wir ja bald auch wieder zu Besuch kommen. Nein. Nun war ich es, die überrascht war. Es tut mir leid, aber das wird nicht gehen, weil du gerade mit mir redest. Würdet ihr nun zu Besuch kommen, würdet ihr uns vor 15 Jahren treffen. Und wir wüssten über alles Bescheid. Somit würde dieser Dialog nicht stattfinden. Es würde ein Zeitparadoxon entstehen, wenn es schlecht läuft. Oder wenn es gut läuft, wird diese Zukunft, in der du gerade mit mir redest, einfach ausradiert und ersetzt. Aber wir können kein solches Risiko eingehen. Ich wurde traurig und etwas sauer. Wussten Latias und Latios etwa nichts davon? Sonst hätten sie mich doch warnen müssen. Aber so wie wir gerade miteinander reden, geht es auch weiterhin, oder? Kadabra wirkte wieder glücklicher. Aber jederzeit? Auch meine Laune besserte sich dadurch wieder ein bisschen. Ich begann noch etwas mit ihm über die Gilde zu plaudern. Eine Sache, Kadabra. Was machst du im Zimmer des Gildenmeisters? Bist du etwa nur auf Zeit? Hubbelupf hat sich vor ein paar Wochen zurückgezogen. Bis sich jemand Neues als Gildenmeister findet, übernehme ich die Organisation hier. Ich habe nicht vor, diesen Posten lange zu übernehmen. Wie stehst du denn um die anderen Gildenmitglieder? Sind sie noch alle da? Sind neue Rekruten gekommen? Kadabra wirkte etwas verlegen. Also von denen, die ihr kennengelernt habt, sind noch alle da. Und wir haben auch zwei neue. Ehrlich gesagt haben die beiden die Lücke gefüllt, die durch euer Verschwinden entstanden ist. Ich hoffe, du denkst jetzt nicht, dass wir euch einfach ersetzen wollten. Ich begann zu lachen. Natürlich nicht. Und schlagen die beiden sich gut? Kenne ich sie vielleicht von irgendwoher? Ich denke nicht, dass du sie kennst. Die beiden schlagen sich aber sehr gut. Sie sind inzwischen die Besten hier in der Gilde. Wobei sie ein ziemlich ungewöhnliches Duo sind, um ehrlich zu sein. Ein Endivi und ein Blitzer. Auch noch ein Grund, weshalb einige hier erst einmal dachten, der Gildenmeister will euch einfach ersetzen, ist die Typenkombination der beiden. Endivi führt das Team an. Wenn ihr sie jemals treffen würdet, würdet ihr euch bestimmt prima verstehen. Die beiden erinnern mich oft an euch zwei. Er sah aus dem Fenster. Aber für heute reicht es langsam. Es wird bald Zeit fürs Abendessen. Und da muss ich noch allen anderen die Geschichte erzählen. Also wie gesagt, du kannst immer mit mir reden, wenn du willst. Nur nachts wäre es besser, wenn du auch schlafen würdest. Also, es wirkte, als würde ihm ein Kloß im Hals stecken. Dann wünsche ich euch alles Gute für die Zukunft. Vor allem dir und Shinux. Ihr werdet eine großartige Zukunft haben, da bin ich mir sicher. Und grüß all deine Freunde von mir, in Ordnung? Ich werde dafür sorgen, dass eure Legende bekannt wird. Verlass dich auf mich. Bevor ich ging, wollte ich noch eine Sache loswerden. Eine Sekunde noch, Kadabra. Was gibt's? Bitte versprich mir auch dem Gildenmeister zu erzählen, dass es uns gut geht. Natürlich mache ich das, wo er sich doch selbst so viele Vorwürfe gemacht hat damals. Hoffentlich auf bald. Und so brach der Kontakt ab. Ich stand wieder auf dem Hauptplatz von Silberdorf. Die Menge, die vorhin noch um uns herum stand, war verschwunden. Auch meine Freunde waren außer den beiden Eon-Pokémon nicht mehr hier. Die beiden öffneten gerade ihre Augen. Ihr hattet einiges zu besprechen, nicht? Du hast ganz schön lange gebraucht. Naja, ich musste ihm erklären, was passiert ist. Und ich wollte wissen, was bei ihnen passiert ist. Das dauert nun mal eine Weile. Das ist klar, schadet ja auch keinem. Die anderen sind, soweit ich weiß, zurück in ihren Häusern. Und eine Sache, Bulbi. Ich sah ihn neugierig an. Während du geredet hast, haben die Bewohner von Silberdorf sich abgesprochen und geeinigt. Deine Freunde wissen auch schon Bescheid. Das ganze Dorf will euch noch einmal danken und nun, wo ihr dauerhaft hier bleibt, haben wir entschieden, dass ihr nicht ewig in den Häusern von Floing und Bisasam leben könnt. Ab morgen werden wir euch ein Haus bauen. Ich war ziemlich überrascht von dieser Information. Die nächste Zeit verwendeten wir ausschließlich fürs Bauen. Und ich habe ein neues Hobby gefunden. Nun, wo diese Geschichte soweit abgeschlossen war, habe ich in meiner Freizeit gemalt. Auch wenn ich zugeben muss, dass es mir etwas an Talent mangelt, macht es mir zumindest Spaß. Zum Beispiel habe ich so das eine Bild nachgezeichnet, das für mich für immer für dieses Abenteuer stehen wird. Das Foto, wie ich es nenne. Das, wo alle Mitglieder dieses Teams sind. Sogar Günther, Floink, Bisasam und Nick Schosma. Und was mir auch noch einmal eine Gänsehaut gegeben hat, war, als unser Abenteuer zu Ende war, hat sich etwas auf dem Foto verändert. Es ist noch ein Schriftzug hinzugekommen. Der Name eines berühmten Liedes in unserer Welt. Und gleichzeitig eine Art Sprichwort. Es soll einem sagen, dass man die Vergangenheit nicht vergessen soll. Selbst wenn man Abschiede nehmen muss, soll man fröhlich in die Zukunft blicken.
Dies alles drücken wir mit drei Worten aus. Don't ever forget. Der Bau unseres neuen Hauses verlief prima. Jeder half mit und tat, was er konnte. Ich wurde bei diesem Anblick manchmal etwas sentimental. Alles war genauso wie am Anfang unserer Reise, als ganz Schmuckstadt ein Boot für uns baute. Und nun heute, nach etwa einem Monat, war der große Tag gekommen. Wir konnten einziehen. Alle hatten sich riesige Mühe für dieses Haus gegeben. Es war nun das größte in ganz Silberdorf, was man aber auch verstehen muss, da wird man nicht allein oder zu zweit, sondern zu fünft hier leben werden. Ich und Shinox haben darauf bestanden, uns ein Zimmer zu teilen, so wie wir es schon immer getan hatten. Es war einfach das Normalste der Welt für uns geworden. Auch innerhalb unseres Teams, das wir aufgebaut hatten, verhalten sich Dinge gut. Wir wachsen immer fester zusammen. Chillast und Seemobs scheinen inzwischen schon so ziemlich beste Freunde geworden sind. Und womit wir Chillast gerne oft auch aufziehen, wenn ich ehrlich bin. Er und Ivy scheinen einander auch sehr zu mögen. Wenn wir ihn darauf ansprechen, läuft er immer rot an und stammelt irgendetwas daher. Aber auch wenn wir uns manchmal gegenseitig necken, verstehen wir uns alle großartig. Ich habe auch das Gefühl, das Verhältnis zwischen mir und Shinox war auch nie besser. Und das soll es nun auch endlich für diese Nachtragung gewesen sein. Nun ja, zumindest fast. Eine letzte Sache muss ich nämlich noch erzählen. Denn heute, als wir hier eingezogen sind, habe ich am Abend, direkt bevor ich begonnen habe, dies zu schreiben, einen Zettel gefunden. Er lag direkt auf meinem Bett. Die Handschrift darauf kam mir nicht bekannt vor. Sie war so sauber wie keine andere. Alle Linien waren fein säuberlich geschwungen. Doch spätestens, als ich die Sätze gelesen hatte, die auf dem Zettel geschrieben standen, wusste ich, von wem er stammte. Diesen Kampf habt ihr gewonnen. Doch der Krieg hat gerade erst angefangen. Wir sehen uns wieder, doch wir werden Feinde sein.